Heute wird fast schon ein Traum von mir wahr, weil ich seit ungefähr 2 Jahren, egal ob auf TikTok oder auf YouTube, unendlich viel Content dazu gesehen habe. Ich mache eine professionelle Color Analysis. Ich konnte es eigentlich gar nicht fassen, als ich von Lydia gehört habe, die einzige von derzeit 5 Leuten in Europa ist, die nach der Psy-Art-Methode eine Color Analysis macht in Deutschland. Die einzige. Ich musste einfach direkt hin, um es zu testen und rauszufinden, ob es sich lohnt oder ob es einfach nur ein weiterer, kurzfristiger Internettrend ist. Die Grundlage der Farbanalyse liegt im Simultankontrast, also der Wechselwirkung von nebeneinander liegenden Farbflächen. Die Farbflächen in dem Fall sind mein Gesicht und zum Beispiel mein T-Shirt oder mein Gesicht und meine Haare. Hast du natürlich direkt das Gefühl so, boah krass, ich habe voll die krassen Rötungen heute, könnte aber halt einfach an der Farbe liegen, die du trägst. Ja. Und das ist halt das, was dieses System dir gibt, ist halt so, ja okay, diese 100 Farben stehen dir einfach. Mhm. Auch wenn es gerade super viral in Amerika und Korea ist, ist das Konzept der Farbanalyse nichts Neues und war schon Trend in den 80ern. Any peach will do for you. Any apricot, any salmon. Aufgrund des Hautuntertons die Kategorien wie True Autumn, True Spring, die eher warme Töne enthalten, und True Summer oder True Winter, die eher kalttönig sind, einzuteilen. Und seither sind sogar noch mehr Zwischenkategorien dazugekommen, die nochmal in Knalligkeit und Helligkeit der Farben kategorisieren. Leute, ich brauche diese Color Analysis um mein Leben. Eine weitere interessante Info am Rande: Die meisten, die dieses Video gucken, haben gar nicht meinen Channel abonniert. Also wenn du einer von denen bist, die regelmäßig auf meine Videos stoßen oder Interesse daran haben, was ich noch so für Unfug treiben werde in Zukunft, lass mir doch gerne ein Abo da, das würde mich wirklich sehr freuen. Wir sind schließlich auf dem Weg zu 2 Millionen Abonnenten und es wäre mir wirklich ein inneres Blumenpflücken, wenn wir das dieses Jahr noch schaffen. Deswegen danke fürs Abo und los geht's. Ich will zwar eine Fashion-Icon sein, aber ich habe nur Basic Colors im Schrank wie schwarz, weiß oder beige, weil ich mich gar nicht traue, andere Farben miteinander zu kombinieren. Bin voll unsicher in dem, was ich tue und hoffe hierbei auf Guidance. Vor allem jetzt, wo der Sommer kommt und man wieder ein bisschen farbenfroher werden will. Ich will einfach wissen, welche Farben meinem Teint das gewisse Strahlen verleihen. In True Psy Art Fashion mussten wir uns erstmal komplett in Grau einhüllen und dann ging es auch schon los. Das steht ja aber gar nicht schlecht. Wir gehen systematisch durch. Es fängt an mit einer ganz, ganz groben Einordnung. Und zwar, wir haben Schwarz für alle Wintertypen, okay. Grau für alle Sommer, Braun für alle Herbst und so ein richtig krasses Gold für alle Spring-Typen. Mhm. Und da machen wir jetzt so ein paar Vergleiche hin und her. Und da geht es noch überhaupt nicht drum, dass wir irgendwas ausschließen oder zu irgendeinem Ergebnis kommen, mhm, oder so, sondern das ist jetzt einfach, wir sammeln Informationen über dein Gesicht. Okay. Mehr oder weniger. Weil man muss es auch alle Infos, die ich kriegen kann. Und vielleicht haben wir schon so voll... Oh mein Gott! Im ersten Schritt klappern wir grob die kalten Seasons ab. Dabei kann man ganz gut sehen, dass das Schwarz die Konturen in meinem Gesicht sehr stark hervorgehoben hat, während das hellere Grau mein Gesicht etwas softer wirken lässt. Bei den wärmeren Seasons lässt mich Gold mega gelb wirken. Also haben wir schon mal festgehalten, dass ich ein eher kühlerer Typ bin. Und dann geht es eigentlich nach dem Ausschlussverfahren. Was kommt am meisten an mein natürliches Farbstadium ran, das durch das Base-Grau dargestellt wird? Wir wechseln also zwischen warm, kalt, gesättigt, ungesättigt, hell, dunkel, hin und her und vergleichen, wie sich mein Gesicht zu den Farben verhält. Es ist schon mega spannend, weil ich ehrlich gesagt nie so intensiv darauf geachtet habe, welche Farben extrem in meinem Gesicht, vor allem in meiner Kinnpartie, wiedergespiegelt werden und welche Farbe total die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ist einfach, die Balance ist ein bisschen nicht so ganz gegeben. Ich gucke viel auf die Farbe. So, wenn ich versuche, dir ins Gesicht zu gucken, habe ich die ganze Zeit das Gefühl so, boah, aber da ist ja noch was. So. Ja, und es ist einfach, es ist ein bisschen heftig. So, wenn du das, wenn es du... Es übermannt mich so ein bisschen. Genau, es überfährt lenkt dich so ein von bisschen. Mir ab, von meinem wunderschönen Gesicht. Das geht das nicht. Das geht. Welche eher eine angenehme, sanfte Kontur hinterlassen? Welches Weiß den Glanz in meinem Gesicht unnötig verstärkt? Bäh, das gefällt mir gar nicht. Ja, ich finde, du wirst sehr rötlich. Mhm. Du verschwimmst auch irgendwie so ein bisschen. Es ist irgendwie keine Definition irgendwo da. Ne? Es ist alles so ein bisschen mäh. Das ist auf jeden Fall schon besser. Alles zieht sich so ein bisschen nach unten. Aus.
Genau, finde ich das auf jeden Fall viel, viel angenehmer. Das ist jetzt, finde ich, auch ein relativ easy Call. Das ist, du wirst immer noch ein bisschen gelb von unten. Es ist auch, irgendwas passt noch nicht so ganz, würde ich sagen. Das ist eine schöne Farbe, aber das sieht auf jeden Fall viel harmonischer aus. Ich bin auch echt, das ändert extrem, finde ich, den Rotton an meinem Gesicht, dieses Beispiel. Total. Jetzt bin ich sehr gespannt. Blau ist so, ich liebe Blau. Ich liebe auch Blau. Blau ist Blau. Blau ist Blau. Sieht gut aus. Hat genug mit dir zu tun, dass es gut aussieht. Aber sind wir ehrlich, das macht schon mehr Sinn. Insgesamt war ich 3 Stunden bei Lydia. Das hatte ich zum Beispiel nicht erwartet, weil es ist echt anstrengend, sich so lange im Spiegel anzusehen und wirklich auf Kleinigkeiten, die das Gesicht verändern, zu achten. Das erfordert wirklich einiges an Konzentration. Und ich habe eh schon ein Problem damit, so lange in den Spiegel zu gucken. Normalerweise bekomme ich so einen richtigen Blinzelanfall, wenn ich mich selber angucken muss. Ich finde auch zum Beispiel, dass die Unterschiede zwischen den Farben in echt etwas deutlicher hervorkommen als jetzt zum Beispiel auf Kamera. Was auch das Problem mit den ganzen TikTok-Filtern ist. Denn je nach Kamera, je nach Bildschirm verändern sich eigentlich die Farbverhältnisse so stark, dass man zu keinem eindeutigen Ergebnis kommen kann. Zumindest war das bei mir immer so. Die Color Analysis-Filter lassen mich eher verwirrter zurück als mit mehr Einsicht. Am Ende bin ich dann eingestuft worden als Trommel. Wirbel. True Summer! Was mich mega gefreut hat, ich finde die Farben aus der Palette nämlich wirklich schön. Ja, ich bin happy mit meiner Palette. Ich glaube, das könnte auch anders laufen. Ich glaube, man könnte auch eine Palette kriegen und sich denken, oh mein Gott, scheiße, das ist gar nicht mein Vibe bisher gewesen. Ich habe einfach nur Bock zu shoppen jetzt. Und ich weiß fast nicht, wie ich es erklären soll, aber es hat ein bisschen Klick gemacht. Ich habe das Gefühl, verschiedene Puzzleteile, die eh schon in meinem Kopf rumgeschwirrt sind, haben sich zusammengesetzt. Ich hatte direkt Oberteile im Kopf, die ich mega gerne trage, versus Oberteile, die ich eigentlich mega geil finde. Aber irgendwie, wenn ich sie anhabe, weiß ich nicht genau, was damit nicht stimmt. Ich kann es nicht wirklich greifen. Aber im Vergleich macht es absolut Sinn, dass es an der Farbe liegt. Wobei ich mir jetzt wieder nicht sicher bin, weil der Simultankontrast könnte natürlich auch von dieser Wand beeinflusst sein, die kühl ist und eher meine Farbe. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen weiß ich nicht, ob der Effekt jetzt so krass rüberkommt wie bei der Farbanalyse selber. Ich fände es jetzt übertrieben zu sagen, dass ich mich nur noch in diesem Farbspektrum bewege. Was auch kein Muss ist, aber es ist irgendwie nice, so eine Richtlinie zu haben, an die man sich irgendwie halten kann. Gerade, wenn man nicht super fashion-affin ist, wie ich im Moment. Ich habe von Lydia noch einen mega praktischen Farbfächer mitbekommen, mit dem ich mit etwas Übung gut analysieren kann, welche Kleidungsstücke gut in meine True Summer Palette passen. Und jetzt ist die Vorgehensweise immer komplett ausfalten und dann das so draufwerfen. Und dann erstmal wirken lassen. Ich so im nächsten Secondhand-Shop erst alles auf den Boden und dann so bam. Und dann kannst du zum Beispiel immer gut gucken, würde ich diese Farben mit dieser Farbe kombinieren. Mhm. Das gleiche als PDF-Datei für Online-Shopping. Pinterest-Boards, damit ich ein Gefühl für meine Farbpalette bekomme. Make-up ist auch ein großes Thema. Das kann man natürlich auch an seine Farbpalette anpassen. Man kommt ja dann schnell in so ein Ding rein von, oh, irgendwas stimmt nicht mit mir. Mhm. An mir sieht das nicht gut aus. Mhm. Es liegt halt überhaupt nicht an dir. Es liegt einfach daran, dass die Farbe nicht funktioniert. Passt aber nicht. Aber es steht da, dann wird einem schnell sowas verkauft wie, ja, so eine gesunde Bräune. Das steht jedem total gut. Das ist halt totaler Quatsch. So, du musst halt gucken, was für dich funktioniert. Das fällt mir alles noch mega schwer, aber Lydia hilft mir, so gut sie kann, über WhatsApp Farben zu analysieren. Es ist irgendwie die perfekte Gelegenheit, auszusortieren, vielleicht Sachen zu verschenken, die meinen Freundinnen besser stehen und vor allem Fehlkäufe zu vermeiden. Dann passiert einem nämlich nicht sowas wie, irgendwie finde ich das Oberteil geil, aber jetzt, wo ich es mehrmals getragen habe, irgendwie fällt mir auf, dass damit irgendwas nicht stimmt in Relation auf mich. Was mir doch ein sehr nachhaltiger Weg zu shoppen scheint. Alles in allem war es wirklich eine mega geile und interessante Erfahrung für mich, auch wenn es manchmal wirklich schwer war, die minimalen Unterschiede in meinem Gesicht zu erkennen. Werde ich mich jetzt nur noch in True Summer kleiden? Schwer. Ich habe schon momentan Spaß daran, das alles rauszusuchen, aber ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich auf Dauer die Geduld habe und die Disziplin habe, nicht auch
ein paar. Ich meine, es das heißt ja auch nicht, dass die Farben, die neben True Summer unmittelbar ähnlich sind, dass die mir nicht auch stehen. Also damit kann man auch ein bisschen spielen. Aber es hat sich einfach bestätigt, was ich tief in meinen Inneren schon immer wusste. Und zwar, dass mir warme Töne einfach überhaupt nicht stehen. Und ich denke, diese grobe Anleitung werde ich ab jetzt für immer im Kopf haben. Denn egal wie gebräunt ich bin, egal wie alt ich werde, mein Hautunterton bleibt ja immer gleich. Deswegen ist es schon eine Info, die man sein ganzes Leben mit sich trägt. Alle Infos zu Lydia findet ihr übrigens in der Infobox. Sie macht auf jeden Fall einen super professionellen Eindruck und es macht einfach Spaß, mit ihr Zeit zu verbringen und rauszufinden, welche Farben einem nun stehen und welche eher weniger. Was hältst du von Farbanalysen? Steht mir der True Summer wirklich am besten? Schreib es gerne in die Kommentare. Gib diesem Video einen Daumen hoch, wenn du mehr sehen willst. Und dann würde ich mich wirklich freuen, dich beim nächsten Mal wieder bei einem neuen Video begrüßen zu dürfen. Und damit, bye bye!